Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Heute mit einem kolossalen Playmobil Spielzeugset für euch. Das hier ist der schwarze Koloss aus der Super 4 TV Serie. Die kennt ihr vielleicht, ich kenne die bisher noch gar nicht. Das ist auch das erste Super 4 Playmobil Spielzeug, was wir hier im Kanal vorstellen. Und das hier ist der schwarze Koloss. Echt kolossal, muss ich sagen. Der sieht hier schon auf der Verpackung echt groß aus. Und auch die Verpackung ist jetzt ein bisschen größer wieder. Das Spielzeug ist geeignet ab 5 Jahren. Eine obere Altersgrenze, die findet man diesmal nicht. Und die Playmobil-Nummer, das ist die 6694. Wie gesagt, das ist aus der TV-Serie Super 4. Vielleicht kennt ihr den schwarzen Koloss ja. Ich kenne ihn bisher noch nicht. Umso mehr freut es mich, dass ich ihn heute kennenlernen darf. Und hier seht ihr, in diesem Spielzeugset sind nur 8 Teile drin. Klar, unser schwarzer Koloss und hier das Schwert und das Schild. Okay, sehr gut. Und diese Playmobil-Figur ist 9 cm groß und normalerweise ist eine Standardgröße von 7,5 cm etwa, glaube ich. Und wir packen das Ding mal aus. Kennt ihr die Super 4 TV-Serie? Wenn ja, lasst einen Kommentar da. Was für Figuren kennt ihr denn da noch? Außer den schwarzen Koloss. Und der schwarze Koloss, der ist wirklich groß, Leute. Also das muss ich echt mal sagen. Das ist bisher die größte Playmobil-Figur. Klar, die Playmobil 1, 2, 3 Figuren, die sind auch sehr groß. Aber so eine Playmobil Super 4 Figur, echt groß. Wir können die Arme bewegen, wie wir wollen, auch nach hinten. Ne? Die Beine, die kann man nicht bewegen. Aber die Arme, das geht. Und ein Gesicht hat der nicht. Okay, auch gut. Und wir können ja auch nichts abnehmen. Hier so Gürtel, um das festzumachen. Aber was? Ah, das Schild wahrscheinlich. Oder vielleicht andere Dinge. Das werden wir gleich mal testen. Wir sehen hier noch Schild, Schwert. Und ja, genau. So ein Rucksack schon fast. Wir öffnen das mal kurz hier. Ach, geh auf. So, was sehen wir hier? Okay, relativ ungewöhnlich. Glitzer oder ein Kristall, der kommt wahrscheinlich hier vorne hin. Denke ich mal. Okay. Dann haben wir hier ein paar Sticker. Wahrscheinlich für Schild. Ja. Hier noch weitere Spielzeugsets. Hier was von den Super 4. Okay, der gehört anscheinend aber nicht zu den Super 4. Das ist vielleicht ein Gegner von denen. Und hier gibt es noch eine ganze Menge anderer Super 4 Spielzeugsets, die werden wir euch hoffentlich auch noch zeigen. Hier der schwarze Koloss. Hm, vielleicht auch ein guter Ritter. Scheint auf jeden Fall ein Ritter zu sein. Okay, alles klar. Und hier eine ganz kurze Anleitung. Klar, das ist hier für das Schild. 1, 2. Wofür ist 3, 4? Für diesen Rucksack hier. Der kommt auch hinten dran. Und hier vorne kommt auch dieser Stein dann rein. Hier vorne in diesen Stern, glaube ich. Das werden wir jetzt natürlich machen. Erst einmal packen wir diese Dinger hier aus. Schild und Schwert. Und auch der Stern ist hier. Okay. Wie fangen wir an? Vielleicht hier das Schwert als erstes. Das geht relativ schnell. Das kann er auch schon. Ja, das Schwert ist auch irrsinnig groß. Das passt so einer normalen Figur auf keinen Fall in die Hand. Das kommt dann hier rein, glaube ich. Ja, und das kann hier hinten dann rangemacht werden. Wenn ich es denn hinbekomme. Na. Ja, vielleicht eher so. Okay, anscheinend nicht. Vielleicht dann eher so. Dann rein. Ja, so passt es. Alles klar. Dann kommt dieser Stern. Oder wir machen. Haha, ich wusste es doch. Ich habe schon wieder die Sticker vergessen. Und die müssen. Ich schaue nochmal nach. 3 und 4 waren es. Die kommen hier dran. Hier rundherum, einmal hier anfangen, dann vielleicht so. Und wir nehmen vielleicht auch ein bisschen weiter nach unten, ja, denn wir bauen die einzelnen Teile ja jetzt zusammen. Jupp, jupp. Das geht schnell. Dann hier das Schwert jetzt rein. Das kann man hier bleiben. Und vielleicht gerade mal das Schild. Wie gesagt, 8 Teile sind hier drin. Der schwarze Koloss. Ja, das passt mir nicht. Vielleicht das Schwert mal nehmen.
Nein, ich glaube das. Hä? Das, jetzt haben wir ein Problem. Bekommen wir das nicht ab? Gut, vielleicht sieht es mit dem anderen dann ein bisschen besser aus und wir können es so lassen. Also hier ganz, ganz vorsichtig sein, Leute. Okay, dann geht's wieder. Okay, ein Holzschild. Und das kann er natürlich in die Hand nehmen. Auch klar, definitiv hier. Jetzt fehlt aber noch dieser Stern hier vorne. Den möchten wir natürlich auch noch machen mit diesem Stein hier. Der ist extrem gut verpackt. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie wir den hier... Okay, und hier kommt dann das drauf. Was heißt denn dieser Kristall hier? Das würde mich mal interessieren, das weiß ich leider nicht. Deswegen will ich die Information von euch. Leuchtet der? Nö, so nicht. Aber so, als ob er leuchtet, oder? So, das Schwert rein. Und vielleicht auch hier das Schwert in seiner Hand. Der sieht mal echt gefährlich aus, muss ich sagen. Und dann noch so groß. Okay, da bekommen die anderen Playmobil-Figuren auf jeden Fall Schiss. Der, nein, Angst bekommen sie wahrscheinlich nicht. Aber trotzdem, hier eine riesige, kolossale Playmobil Super 4 Figur, der schwarze Koloss. Echt cool, diese Super 4 Figuren habe ich mir jetzt schon ein paar angeschaut und diese habe ich jetzt gesehen und die gefällt mir und ich glaube, da kommen noch ein paar Super 4 Sets hinzu. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß, Leute, und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!